Olympischen Stadion zu Berlin wurde zwischen dem VfB Stuttgart und den Offenbacher Kickers die deutsche Fußballmeisterschaft 1950 ausgetragen. Vor 95.000 Zuschauern gab es einen dramatischen Kampf. Die Stuttgarter Mannschaft spielt in Weiß. Für Stuttgart. So fiel das zweite Tor für den VfB. Nach der Pause fiel das wichtige Anschlusstor für die Offenbacher Kickers. Es gab dann ein fast pausenloses Anrennen auf das VfB-Tor, in dem Torsteher Schmidt wahre Glanzleistungen vollbrachte. Er hielt das 2:1-Ergebnis für den VfB, der damit deutscher Fußballmeister wurde.